Dunkler Schatten über dem Sommermärchen 2006. Wie der Spiegel berichtet, soll die Fußball-WM in Deutschland mutmaßlich gekauft worden sein. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins gab es eine schwarze Kasse mit rund 13 Millionen Mark. Involviert waren angeblich auch Franz Beckenbauer als Chef des Organisationskomitees und der heutige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach. Der DFB bestreitet die Vorwürfe allerdings vehement und hatte am Freitagmorgen eine Erklärung veröffentlicht. Darin ist die Rede von einer Summe von 6,7 Millionen Euro, die im Jahr 2005 für das FIFA-Kulturprogramm vorgesehen war, möglicherweise aber nicht dem angegebenen Zweck entsprechend verwendet wurde. Dies wirft natürlich einige Fragen auf. Du hörst auf einmal da gigantische Millionensummen, wo dir eigentlich nichts mehr einfällt, aber wenn du dann nachfragst, dann über Verwendungszwecke und über den Einsatz kommen dann manchmal sehr skurrile Antworten. Also sowohl was den Einsatz anbelangt, der war auf einmal ganz anders geplant, und wenn du nachher sagst, wer es empfangen hat, dann sind auf einmal Projekte unterstützt worden, von denen du vorher auch keine Ahnung hattest. Laut Spiegel soll der damalige Adidas-Chef Robert-Louis Dreyfus 10,3 Millionen Schweizer Franken in eine schwarze Kasse gezahlt haben. Als Darlehen, um bei der WM-Vergabe im Jahr 2000 die Funktionäre im FIFA-Exekutivkomitee von der WM in Deutschland zu überzeugen. Dieses Geld sei 5 Jahre später über den Umweg über ein FIFA-Konto zurück zum 2009 verstorbenen Louis Dreyfus geflossen. Eine Bestechung mit Blick auf die Vergabe der WM 2006 streitet der DFB in seiner Mitteilung hingegen deutlich ab. Die Zahlung von 6,7 Millionen Euro soll demnach in keinem Zusammenhang mit der bereits rund 5 Jahre zuvor erfolgten Vergabe gestanden haben.